Buenos Dias aus Mexico City, der Hauptstadt Mexikos, wahrscheinlich sogar dem Herzen Lateinamerikas, einer Stadt, die an Superlativen kaum zu überbieten ist. Heute knapp 27 Grad, bestes Wetter, strahlend blauer Himmel, vielleicht kann man es erkennen, hier auf dem kleinen Markt, wo ich bin. Alles noch relativ ruhig und beschaulich, die Siesta, die Menschen, die ruhen sich ein bisschen aus und ich bin heute auf dem Weg zu einem Markt und zwar zum Mercado de San Juan. Den habe ich heute empfohlen bekommen. Es soll ein Markt sein, an dem man wohl alles Mögliche zu essen bekommen kann. Genau das, was ich suche und zwar einen ersten Einblick in die Küche Mexikos. Es ist hier jedem freiwillig überlassen, ob er seine Maske trägt oder nicht. Ich persönlich sehe es wie mit freiwilligen Hausaufgaben in der Schule. Kann man machen, ich habe es halt nie gemacht. Und hier ist es eben so, wenn ich jetzt irgendwo in der U-Bahn bin, wenn ich irgendwo ins Geschäft gehe oder gleich in den Markt, wo wir hingehen, dann werde ich auf jeden Fall die Maske tragen. So, die Spannung steigt, ich bin schon ein bisschen nervös. Die Leute sammeln sich hier an und zwar wird es laut. Wir sind vor dem Eingang des Mercado 77 San Juan. Und ich will jetzt mal reingehen. Ich habe noch keine Ahnung, was mich gleich erwarten wird. Aber ich nehme dich mit auf Reise. Ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen nervös, wie ein kleines Känguru, das zum ersten Mal auf einem Trampolin springen wird. Also es scheint hier nichts zu geben, was es nicht gibt. Und der Geruch, schade, dass man nicht übertragen kann, es stinkt nach Fisch. Es ist kein wohliger Geruch, es stinkt nach Fisch. Schade, ich würde es dir gerne zeigen. Buenos Dias. Buenas. Ustedes tienen ostras. Ostras, no. Para probar. Opciones, ostra no. ¿Cuál tipo es? Este es ostión, no es ostra. Ah, sí. Pero también para comer crudo. Esto sí. Comer, sí. Qué bien. ¿Y tiburones hay? ¿Tiburones hay por acá? Ahorita no. No, ¿no? Pero sí. Sí se vende. Gracias, amigo. Wow, was für ein Tier. Und hier kleine Haifische, Wahnsinn. Buenas. ¿Cuál tipo de huevo es? ¿Es como de avestruz? ¿Avestruz? ¿O es como avestruz americano, el pequeño? No, avestruz. Wow. Africana. Ja, ich muss schon zugeben, das ist schon so eine Welt für sich hier, denn der Lärm, der Geruch und dieses, ich sag mal, Gedränge, überall Leute und ich glaube sogar, dass es jetzt auch noch relativ leer ist. Es ist jetzt nach Mittagszeit, es ist Siesta in Mexiko, man ruht sich aus, man genießt die Sonne bzw. die Stille. Aber nichtsdestotrotz ist es natürlich schon eine richtige Hektik hier. Das macht einen innerlich schon auch ein bisschen unruhig, würde ich sagen. Und natürlich eine Überflutung an Reizen, die man so gar nicht gewohnt ist. Ob es jetzt die ganzen Tiere sind, die hier zum Verkauf angeboten werden, die ganzen Leute und. Vier kleine Schweinchen, die hier rumliegen. Und jetzt ein beißender Geruch, das kaum aushält, wirklich. Buenas. ¿Cuál tipo de carne hay a ustedes? ¿Ustedes tienen algo como león o quería probar algo como? Por aquí, mira, vete por aquí. Pero también hay como carne exótica. Ah, allí sobre ese pasillo encuentras. ¿Y por ejemplo, cuál tipo? ¿Cuál tipo de carne hay? Allí hay avestruz. Avestruz, sí. Hay venado. Hay alacrán. Wow. Hay insectos. Y hay
insectos serían. ¿Sí? Ahí sobre este pasillo, por aquí vete. Ahí encuentras. Y eso todo es como de... Res y cerdo. Res y cerdo, ok. Y y carnero. Gracias, señor. Also angeblich gibt es hier unter der Theke alles Mögliche an Tieren zu kaufen. Ich habe gehört von Elefanten, ich habe gehört von Löwen, ich habe gehört von irgendwelchen anderen Tieren. Natürlich bin ich in keinster Weise interessiert, sowas zu kaufen. Ich wollte einfach nur wissen, ob es es geben würde. Aber ich bezweifle das, dass es, wenn du mit der Kamera kommst, da einfach so zu kaufen geht. Ich bin jetzt vielmehr mal auf der Suche nach einer Kleinigkeit zum Essen. Ich habe Lust auf eine Suppe. Und es ist mega interessant, hier kannst du scheinbar auch Spinnen bekommen, hier kannst du Skorpionen bekommen. Eben, ich wurde schon zurechtgewiesen, hey, hier Obacht, bitte keine Fotos, das ist wohl hier nicht so gern gesehen, ich mache es trotzdem. Nichtsdestotrotz ist es, wie gesagt, sehr interessant, wenn wir hier uns angucken, dass es da alles Leckeres gibt. Wahnsinn. Irgendwo, ich weiß noch gar nicht was und wo, man sagt immer, da wo es die meisten Leute gibt, da soll es am besten schmecken. Genau, das kommen los Taquitos. ¿Y esos son como frijoles, sí? Estos son frijoles de la olla. ¿De la olla? Esta es salsita toluca. Ah, esta es salsita toluqueña. Ah, entiendo. Salsita toluqueña de Mocaleta. Y entonces quiero probar una ensalada con nopal. Y me gustaría probar una salsa con jalapeños. Jalapeño. O algo así, bien picante. Esta salsita que es la salsa del día. ¿Eso? Ajá. Esta es una salsa que lleva chile de árbol, cebolla y tomatito. Okay, se cose y esta es igual, te va a picar. Ya si quieres un poquito más de amor, ¿sí? Te agarramos y te echamos tantito de este chile. Ya. Este chile chiltepín. Chile es chiltepín. Es muy bien fuerte, ¿sí? Este es muy fuerte, este sí es como que ya si quieres muy picante. Sí, quiero probarlo un poquito. Pásame, adelante. ¿Eso es qué? Es el pozole. Es pozole con cerdo, sí, y eso es que es como... Esto es agua de la avena del día. Ah, avena, sí. Ajá, avena. Gracias, amigo. Das Interessante ist immer, es gibt Trinken dazu. Meistens kannst du auch nachbestellen. Und meine Speise ist jetzt hier, das ist jetzt Hafersaft. Ja? Hier hast du dieses Pozole, was ich immer noch nicht genau weiß, was es ist. Da ist auf jeden Fall Gemüse drin, es ist eine Soße drin und es ist Schweinefleisch drin. Und hier, das ist eben eine Cremesuppe mit gelben Rüben. Und ja, ich weiß jetzt, theoretisch soll da gleich noch was kommen. Und zwar zum scharfen Beigeschmack. ¿Y es qué? Estas son tostadas. Tostadas, ah, sí. ¿Y se come todo juntos? Con el pozole, se come con el pozole. Con pozole, sí. Con la sopea. Ah, como una cuchara. Ajá. Algo así. Exactamente. Ah. Te la vas sopeando con la cucharita. Es como una aventura. La aventura nueva. Cocina mexicana. Gracias, amigo. Ya estás. So, beginnen wir mal mit der Suppe und zwar hier gelbe Rübencreme. Ich bin mal richtig gespannt, wie das schmeckt. Lauwarm. Gut im Geschmack. Genau so, wie man es eigentlich wünscht. Und stärkend, vor allem gerade bei so einem heißen Tag. Und gleich werde ich es versuchen. Irgendwie, es wird immer mehr, es wird nicht so serviert, wie es serviert werden soll. Hier, esas que es como tortilla, ¿sí? Tortilla, le pone al nopal, le pone lechuga, y después se puede comer todo ¿sí? Taco. Y esa es como tostada, ¿sí? Esa tostada es para el pozole. Y pozole, ¿qué es eso adentro? ¿Son como verduras o...? Es maíz. Maíz, sí. Carne de puerco, lechuga, rábano, orégano. ¿Y la salsa se come con las tostadas o se pone adentro? Si le gusta mucho chile, le puede echar ahí. Oh, un poquito, tengo miedo. Después tengo que llorar. Pica. Pica duro, ¿sí? Sí. Gracias, señora. De nada. Ok, also es wird immer mehr zu essen. Und ich hoffe, das war's dann, weil das kann ich ja im Leben nicht essen. Ich muss schon sagen, ich bin ein bisschen latent überfordert, weil ich einfach keine Ahnung habe, wie man das jetzt hier zusammen isst, also diese Tostadas. Ich esse die einfach mal als Beilage, aber ob man die jetzt wirklich so isst und so reintunkt, wahrscheinlich mache ich es falsch, aber sie würden zerbrechen, wenn man jetzt irgendwie damit was einrollen würde.
Und wir versuchen jetzt mal hier die, na, scheiße, Salsa de Chili Habanero. Und da wurde schon gewarnt, die soll sehr, sehr scharf sein, deswegen nehmen wir auch nur ein kleines bisschen. Ich bin jetzt nicht so der Fan von ganz scharfen, aber ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Und zwar machen wir das jetzt mal so. Wir nehmen mal so ein Tostada und hauen da jetzt mal ein Stück drauf. Ja. Was das wird. Können wir jetzt mal. Das ist scharf. Hafermilch dazu oder Haferwasser. Interessant, aber scharf. So, jetzt essen wir mal das Pozole oder die Pozole. Keine Ahnung, wie der Artikel ist. Also wir haben hier ein bisschen Schweinefleisch, wenn wir das jetzt mal rumrühren, sieht man ganz gut. Und dann haben wir hier auch Teile von Mais. Vielleicht ist das hier der Mais, keine Ahnung. Und das schmeckt, also den Mais schmeckt man richtig raus. Also wirklich eine Mischung aus Gemüse, Fleisch, pikanter Soße. Und mein Maul schmeckt immer noch, oder schmeckt nicht so viel, immer noch so scharf von der Habanero. Und so, jetzt wird's spannend. Jetzt kommt Nopal, und zwar die Kaktusse. Die Kakteen, die wohl so serviert werden, gibt es in Salatform oder wie hier, alles zusammen, wird dann eben normalerweise klein geschnitten und in süße Tortillas reingemacht und dann kann man es essen. Ich will es jetzt einfach mal so essen, vom Geschmack, vom Geruch erstmal so ein bisschen wie Zucchini auf dem Grill und von der Konsistenz wie Rotz. Sehr rotzig. Vom Geschmack bitter im Nachgeschmack. Man kann sagen, wie so eine matschige Zucchini, aber sehr bitter im Nachgeschmack. Also wirklich rotzig. Und vielleicht ist das der Grund, warum man das so zusammen isst und nicht einzeln isst. Vielleicht entfaltet es den Geschmack auch nur, wenn man es zusammen konsumiert eben mit den anderen Gemüse und hier mit den Bohnen und eben mit ein bisschen Zitrone, weil das hier vielleicht einfach sonst nicht so der Hit ist. So, jetzt mal alles zusammen gemacht, und zwar hier ein bisschen Tomate, ein bisschen von der Avocado, ein bisschen von den Bohnen, die so ein bisschen in der Paste sind, ein bisschen Salat, und hier unten sieht man noch ein bisschen von dem Kaktus, von dem Nopal, und dazu Zitronen drüber gemacht, und das wird jetzt alles hier semi-professionell zusammengerollt. Und man kann es essen, also das ist jetzt wirklich nicht so mein Geschmack, vor allem ich bin jetzt echt kein Fan von Tortillas oder von diesem gebackenen Zeug, muss ich wirklich sagen. Auch generell Tacos, das wäre nichts für mich. Aber gerade diese Frische an vielen verschiedenen Obst- und Gemüsesorten, also in dem Fall jetzt eben Gemüse, finde ich schon ziemlich spannend. Auch wenn vielleicht die Beschreibung rotzig ein bisschen komisch ist, aber wenn man sich das mal genau anguckt, dann sieht es vielleicht wie so gelebt in der Unterseite. Und was erwartet man von einer Pflanze, die irgendwo in der Wüste wächst und nicht gefressen werden will? Sie muss sich ja irgendwie schützen und dann wahrscheinlich durch einen sehr, bitteren Geschmack und so Fressfeinde abzuwehren. Also wie gesagt, ich esse noch mal ein Stück. Sehr interessant, aber ich bleibe dabei. Schmeckt wie rotzige Zucchini.
nur in bitter. Ich esse es trotzdem. Wenn ich schon dafür bezahle, ist bestimmt gesund. Amigo, la cuenta, por favor. 85? Ich bin gespannt. 85, amigo, por favor. 85? Sí. Con mucho gusto, muñequito. So, 85 möchte haben. Y eso para usted. Gracias, amigo. Gracias. Con mucho gusto. Que tenga un buen día. All the best for you. All the best. Hasta luego. Tiene como jugo. Jugos con tamarindos. ¿Concentrados quiere? No, concentrados, con agua. Ah, quiere aguas de... Híjole, no sé, pero... ¿Aguas frescas? Sí. Me tome. Sí, claro. Hacia la esquina, agua fresca, sí. Venden a preparar. Muchas gracias, señora. Kriegst du hier so ein Glas für ungefähr 1,20 Euro, 20 Pesos. Ist natürlich immer wichtig, dass man auch ein bisschen Trinkgeld gibt. Davon leben die Menschen hier vor Ort. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, es hat halt so einen süß-säuerlichen Geschmack. Ich persönlich liebe es. Es gibt viele, die mögen Tamarinden gar nicht. Aber ich kann nur sagen, gerade an so einem heißen Tag, man fühlt richtig, dass da der Zucker oder was auch da immer drin ist, das ist, was der Körper braucht. Also ich meine, diese natürlichen Stoffe der Tamarinden. Frisch gekühlt, einfach perfekt und fast an jeder Straßenecke auch zu kriegen. Wie kann es sein, dass die meisten Mexikaner eigentlich so schlank und rank sind und nicht richtig fett? Weil das Essen hier, da wird ja teilweise alles überbacken und nochmal überbacken und. So, jetzt laufen wir nochmal ein bisschen durch. Mich interessiert jetzt, was gibt es noch hier an Obst und Gemüse alles zu entdecken? Vielleicht was man nicht so alles kennt. Oh, was sind da für Früchte? ¿Qué es eso, señor? Esa fruta, ¿cómo se llama? El mango Manila. ¿A eso es el mango? Sí, está así, está madurando. Ah. Así está súper dulce, así no tan dulce, ácido. Un poquito ácido. Acidez. Y cuando está en miel, así. ¿Y usted tiene algo para comer? Eine Mango. Die grünen sind ein bisschen sauer. Die gelben, die ich jetzt esse, sind super süß. Tatsächlich bin ich gar nicht so ein Mango-Freund. Würde aber mal gerne irgendwas probieren, was ich noch gar nicht so kenne. Und zwar würde ich das hier gerne mal. Dime, ¿qué es eso? Mamey. ¿Cómo? Mamey. Mamey. Lo que sería probado, ¿qué es eso? Ese es el mango. ¿Y eso? Es mango para Ataulfo. Ah, ok, jetzt auch Mango. Das ist jetzt richtig süß. Aber ich bin und bleibe kein Freund von Mango. Das ist mit und Schokolade. ¿Es para asustar a la gente o es para turístico, turistas? No, así se come. ¿Y eso también? Estos son como escorpios con... ¿Cuántos son? Un escorpio con chocolate. Escorpio con chocolate cuesta 200. 200. ¿Y ese es cuál la araña? Tarántula azul de la mascarita. 1100. 1100. Mira, te recomiendo este. Es chocolate con mezcal y hormiga chiquitana. 80 pesos. Viene ya todo revuelto. ¿Y eso es como una gusana? Este cuesta 40 pesos, 15 pesos,
¿Uno de esos cuántos son? Este es gusano de cera, uno 15 pesos. Uno 15 pesos. Ajá. Entonces quiero probar esa bolsa y esa es con mezcal. Es... Y hormiga chicatana, 80 hormiga pesos. Chicatana, 80 pesos. Uno 80. Als Fazit kann ich natürlich nur sagen, das sollte jetzt mal einen ersten Überblick sein über die Küche Mexikos und das war natürlich auch mal ein erster Überblick. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, ich habe mich jetzt nicht langsam rangetastet, sondern es war vielmehr wie ein Sprung ins kalte Wasser vom 10 Meter Brett mitten in der Nacht. Es war einfach eine totale Reizüberflutung von allem Möglichen, sprich von dem, was ich gesehen habe, in dem, was ich gehört habe, von allem aber auch, was ich geschmeckt und gerochen habe. Und nichtsdestotrotz gehe ich zurück, bin zufrieden und kann nur sagen, dass ich auf jeden Fall weiter alles Mögliche der mexikanischen Küche versuchen möchte. Wollte ich eigentlich auf dem Markt noch mal ein paar Heuschrecken und andere Insekten versuchen. Leider hat es das alles nicht gegeben, beziehungsweise zum Probieren jedenfalls. Aber zum Kaufen, jetzt habe ich mal die Katze im Sack gekauft und zwar hier für umgerechnet 2 Euro so ein Päckchen mit Heuschrecken. Ich versuche jetzt einfach mal, wie sowas schmeckt. Jetzt hole ich das einfach mal raus und finde es einfach mega interessant, wenn man quasi sowas hier, wenn man quasi Tiere, die für uns eine Plage sind, quasi isst. Also muss ich schon sagen, ich bin kein Fan von Heuschrecken. Ich habe wirklich die Katze im Sack gekauft. Hätte ich vorher wirklich mal irgendwie probiert, zumindest woanders. Ich weiß nicht, ich bin wirklich kein Fan davon. Ich esse noch mal eins, aber wahrscheinlich wird sich die Meinung auch nicht ändern. Hier, so sehen die aus. Mega interessant. Und wie gesagt, ich bin ein großer Befürworter, dass ich vielleicht sowas in Deutschland mal durchsetzen würde. Einfach weniger Fleisch essen, mehr Insekten essen und einfach vom Thema Ekel her, viele würden jetzt wahrscheinlich sagen, du wahrscheinlich auch, boah, es ist ekelhaft, würde ich nie probieren. Und da denke ich mir einfach nur, wir essen Leberwurst als Beispiel. Was kann es denn ekligeres geben als Blutwurst als Beispiel? Schmeckt wunderbar, ist eben nur der Ekelfaktor. Wenn man das mal ausblendet, dann sind so Tiere ja perfekte Proteinlieferanten. Wir unterstützen dadurch die Landwirtschaft, indem wir die Plage essen. Und in diesem Sinne, das wird aber die letzte sein und dann schmeiße ich es weg, weil ich verschenke es, weil mir schmeckt es echt nicht. Vielleicht muss ich mich aber auch dran gewöhnen. Vielleicht muss man sich wirklich nur dran gewöhnen. An das salzig-beißige, knusprige, zwischen den Zähnen hängenden, mir die Augen zum Überlaufen bringende. Nee. Mein Fazit. Ja. Oh. Ich brauche jetzt wirklich was zum Nachtrinken, das ist ja ein scheußlicher Nachgeschmack und ja, vielleicht hier. Hola. Ustedes tienen algo como agua por acá? Una botella de agua? Tienes algo? Eso es agua con sabor o? O esa también? Esa, eso es sin sabor, sí? Agua pura. ¿Es así?
¿Cuánto es? Esa en 12. 12. Y el resto para ti. Hasta luego. Unfassbar eigentlich, denn der den ganzen Tag Neues versucht, Neues gegessen und die mexikanische Küche hat immer mehr Pluspunkte gesammelt und ist gestiegen und gestiegen und gestiegen und am Ende hat wirklich eine Heuschrecke gereicht, um die imaginäre Sympathiestrickleiter zum Reißen zu bringen und zack, Arschbomben komplett nach unten gefallen, stand erstmal kein mexikanisches Essen mehr. Nee, Spaß beiseite, das Essen an und für sich mega interessant, aber diese Heuschrecke, zumindest diese Art, glaube ich, habe selten was gegessen, was mir so den Appetit zerstört hat. Die erste ging noch salzig, ein bisschen bitter im Nachgeschmack. Naja, komm, gibst du noch mal eine Chance. Die zweite war aber so dermaßen scheußlich, vielleicht habe ich auch noch Pech gehabt. Aber das zieht ja wirklich die Zehennägel nach oben. Fazit, ich glaube, da mache ich erstmal die nächste Zeit einen Bogen drum. Ich habe jetzt eben auch schon Wasser gekauft und muss sagen, hier ist schon ziemlich oh, nimm noch auf.